Das wage ich zu bezweifeln. Seht euch Rom an. Das Machtzentrum der Borgia und der Templer. Einen Mann zu töten ändert nichts. Wir müssen ihnen die Quelle ihrer Macht nehmen. Schlagt ihr vor, an das Volk zu appellieren? Vielleicht. Auf das Volk vertrauen heißt, auf Sand zu kommen. Da irrt ihr. Der Glaube an die Menschlichkeit sitzt tief im Herz der Assassinenbruderschaft. Und der muss eurem innersten Kreis angehören. Los, holt zurück, was er euch stahl. Ich schon wieder so. Ich werde beim Kapitol warten. Dort treffe ich einen Verbindungsmann. Gebt mir mein Geld zurück! Kommt hierher zurück! Oh Mann! Ich wollte den Penner doch gar nicht anvisieren. Den da wollte ich anvisieren. Verschwinde, bevor ich es bereue, dein Leben verschont zu haben. Naja. Keine Gesundheit verlieren, ist doch alles in Ordnung. Warum sollte ich hierbei Gesundheit verlieren? Das wäre ja zu schwer oder einfach gewesen. Ich weiß ja auch nicht, wie man jemanden... Egal. Machen wir erstmal das da. Wenn wir mit der Story fortfahren. Ein bisschen die Karte hier aufdecken. Würde ich mal sagen. Zu schnell werden wir auch nicht durch sein. Sorry. Okay, wir haben nichts. Die haben nichts. Das sind arme Schlucker. Schluckermönche. Das ist nur die Frage, wie ich hier hochkomme oder wo ich da hochkomme. Und ja, ich finde die Musik sehr episch. Komme ich nicht zufällig nach oben? Scheint nicht der Fall zu sein. Das ist ja wie zu einem Horrorfilm oder so. Also nicht einem normalen Horrorfilm, aber... Keine Arbeit, kein Geld für Essen, wir müssen jeden Abend. Lalala. Ja, da kam ich aber her, das heißt, da war auch kein Aufgang, oder? Hier irgendwo ein Aufgang. Hier vielleicht. Ich habe auch diesen... Ne, ich habe dieses Hochlaufen auch gar nicht mehr. Finde ich doof, wenn man Fähigkeiten verliert zwischen den Teilen. Sehr nervig. Sehr, sehr nervig, Leute. Da hatte man was und dann verliert man das wieder, weil... keine Ahnung, was er da machen würde. Hier geht's hoch. Ja, hier geht's eindeutig hoch. Ab jetzt werden allnächtlich sämtliche Häuser und Geschäfte in der Gegend kontrolliert, um okay. Die Sicherheit aller zu gewährleisten. Die Sicherheit aller, alles klar. Wenn du meinst, dass es da wirklich nur um die Sicherheit aller geht, alle, nicht alle. Okay. Christliche Kriegskasse, wenn ich das schon höre. Da wird mir schlecht. Gut. Ich bin kein religiöser Mensch. Nicht, dass ich nicht an Gott glauben würde. Ich weiß es nicht. Das ist meine Einschätzung ziemlich lose. Ich weiß es nicht, aber im Namen Gottes Krieg zu führen kann doch nicht richtig sein. Ich meine, er hasst doch Gewalt oder nicht. Und das sollte das, wenn er ein gütiger Gott ist. Ansonsten ist er kein gütiger Gott, sondern ein gewalttätiger Gott. Aber vielleicht verstehe ich daraus das auch alles falsch. Aber ich weiß es nicht. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Synchronisieren wir mal.
Okay. Ich guck mir aber oben nochmal an, ob da irgendwas ist. Wenn man schon mal hier oben ist. Ich geht nur in den Tod. Okay, da will ich nicht hin. Ich mag den Tod nicht so. Wir sind keine Verbündete. Außer ich bring ihn über die Feinde von mir. Dann ist das was anderes. 1 von 10 Federn gesammelt, okay. Wolltet ihr unser toter Bruder immer noch haben? Warum sammeln wir noch Federn? Hui. Okay. Schauen wir uns mal an, was wir hier noch zu tun hätten. Schmied. Kunsthändler. Arzt. Arzt, genau. Komm, den Borgia-Turm machen wir noch. Und den... Oder machen wir den. Wohin wollte unsere Quest uns entführen? Dahin. Wir machen noch den dahin. Können wir noch den Typen da erledigen. Die Borgia-Türme und die Aussichtspunkte machen wir, wie gesagt, immer noch alle. Was ist hier? Das Pantheon. Dieses Gebäude steht unter dem Einfluss eines Borgia-Turms und kann nicht ausgebaut werden. Okay. Ist das der Turm, den wir machen wollten? In der Tat. Dann könnten wir das Gebäude auch renovieren oder aufbessern. Alles klar. Entschuldigung. Ja, ja, Entschuldigung. Vielleicht muss ich doch noch Leute ausräumen, egal was für einen Stand die haben, ob sie es gefällt. Hey, ich hab dich im Auge. Was habe ich denn gemacht? Ich sehne mich nach einer Gelegenheit, meine Waffe auszuprobieren, verstanden? Okay, gut. Mich in Ruhe gelassen. Boah, ich mag die Musik irgendwie total düster und so. Ich weiß nicht. Passt irgendwie zu Rom, oder? Nix. Ich habe Geld nötiger als ihr. Bei der heiligen Jungfrau, ich schwöre es. Du stirbst eh bald, du hast kein Geld nötiger als ich. Zumindest hier eine, Alter. Ich kämpfe aber für eine gewisse Sache, die den meisten Menschen helfen wird. Also von daher, lasst mich in Ruhe. Mal schauen, was wir hier oben so finden. Kann ich dann damit der Zweitwaffe schießen? Okay, komm doch her. Ich habe keine Angst vor dir. Aber du vor mir, oder? Nein, das ist ja nicht, sonst würdest du mich nicht angreifen wollen, aber... Du solltest Angst vor mir haben. Weil du One-Hit bist. Du bist schneller tot, als du Nein bitte nicht sagen kannst. Oder dass du überhaupt was sagen könntest. Wage ich auch zu bezweifeln. Tja, das ist der Turm, da will ich noch gar nicht hoch. Da haben wir uns nochmal gerettet. Du schläfst nur besser. Okay, nice. Auf jeden Fall lohnt sich das Plündern viel mehr als früher.
Hey. Voll über die Füße geknallt. Oder vor die Füße. Okay. Von hier oben wäre das ein bisschen tödlich, oder? Ein bisschen zu viel verlangt. Das wäre doch ein bisschen zu viel verlangt. Ich den hier so erledigen. Okay, dann machen wir das jetzt so. Das wollte ich nicht. Bleib da liegen. Oder wir machen das so. Oh Mann! Der ist gegen die Wand gesprungen. Hä? Was hat der denn gemacht? Ich weiß auch nicht, was ich gemacht habe, aber der hat auch gecheatet. Der ist in ein Haus gerannt, ohne eine Tür zu öffnen. Wo ist der Hauptmann? Bitte, lasst mich einfach. Ich habe nichts damit zu tun. Wo ist der scheiß Hauptmann hin? Bitte, lasst mich einfach. Ich habe nichts damit zu tun. Nun, er hat sich versteckt oder verkrochen. Bitte Gott, lass mich leben. Bitte Gott, lass mich leben. Ich habe nicht vor, dich umzubringen. Warum soll ich Unschuldige töten? Ich lasse ihn wieder rauskriechen. Irgendwann muss er wieder erscheinen. Oder? Schlaf gut. Ach, ich wollte ihn eigentlich ausplündern oder ausrauben, aber... Wo ist denn der jetzt hin? Kann er nicht komplett verschwunden sein für immer und ewig, oder doch? Nun gut. Dann machen wir was anderes, dann machen wir jetzt noch eine Story-Mission. Machen wir das später in der nächsten Session. Ich mag das echt nicht eigentlich, diese Begrenzungen, aber gut. Wie Banktresor. Hm. Okay, rede nur weiter. Rede nur weiter, sage ich dazu. Also bitte durch. Okay. Ich glaube, ich habe mich verlaufen, oder? Das wollte ich nicht.
Das wollte ich. Ach komm, versuchen wir jetzt auch. Gucken wir nochmal, ob er noch gut hat. Ob er wieder da ist. Ja, Cavario. Wenn er nicht da ist, versuchen wir mal den Taumel dran zu setzen. Habt ihr kein Schamgefühl? Natürlich habe ich Schamgefühl. Ich möchte noch Scham, den charmanten Dennis. Ach so, beim nächsten Wachtwechsel. Das heißt, bei Sonnenaufgang. Dann könnte ich... das denn machen? Ich weiß es nicht, wie viel Zeit haben wir denn noch? 5 Minuten. Machen wir noch das da. Könnte sein, dass die Folge noch ein bisschen kürzer wird. Ich kann gerade leider nicht länger am Stück aufnehmen. Das ist eine Stunde. Oh, scheiße. Nee, ich mach nichts. Folgt mir ruhig. Du solltest schneller laufen, Kerl! Okay. Dann tue ich das mal. Wenn er mir das schon anrät, der ist so nett. Ich bin keine Leiche, ich bin lebendig. Niemand. Was war das denn für ein Sprung? Oder der erinnert mich irgendwie so eine Mischung aus. Keine Ahnung. Episches Sportereignis und Fluch der Karibik. Warum Fluch der Karibik, weiß ich auch nicht. Wer schreit denn da so? Und warum? Hey, wir sind weg mit dir. Wir erinnern alle Seilfahrer daran, dass nach die Brücken und Tavernen nahe den Rhein zu meiden. Wir sind doch keine Schwachen. Aber die Wege sind echt weit. Das muss man schon sagen. Man muss wirklich besser mit dem Pferd unterwegs sein. Woher das Pferd kommt, weiß ich nicht, aber ich nimm's mir mal. Weg! Ich hab es eilig. Buongiorno. Buongiorno. Okay. Machen wir das mal hier hoch. Komm, ich möchte auf den Turm noch in dieser Session. Jürgen. Übrigens wird es auch bald wieder Ghost Recon geben, oder gibt es schon, je nachdem, wann ihr das seht. Ich weiß es nicht. Das wäre überhaupt nicht das, was ich vorhatte, aber okay. Düstere Musik. Ich weiß nicht, ob du nach Spuren von 16 suchst, aber das letzte Mal hat das Adlerauge immer dabei geholfen. Ich weiß. Aber danke, dass du das nochmal wiederholst. Ich weiß nicht, ob ich hier hochkomme. Ich hoffe doch.
Ich hoffe das doch mal. Aber da ging das auf einmal, ne? Naja, es sagt dazu nichts mehr. Ich sage nichts mehr. Ich gucke mich nur noch hier um und dann könnten wir bei der nächsten Session auf dem Borgia tun. Ohne dass der Penner dann ankommt. Gut, Leute. Das war's für diese Session. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei wärt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.